Ja, einen wunderschönen guten Abend an alle Teilnehmer zu unserem heutigen Agena Trader Webinar Indexanalyse nach der Perl- und Tauchermethode mit Carsten Berger. Mein Name ist Wolfgang Dender und bevor wir starten, möchte ich Sie noch kurz über die oder auf die Risikohinweise aufmerksam machen. Ja, das Webinar dient nur zu Schulungszwecken, ist Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen. Und bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Und die Meinung des Referenten ist natürlich nicht unbedingt die von FX Flat. Carsten, du bist bereit? Ich bin bereit, ja. Es kann von mir aus gerne Gut. losgehen. Ja, dann viel Spaß den Teilnehmern und ich übergebe jetzt an Carsten Berger. Viel Spaß. Okay, danke für die Einleitung, Wolfgang. Gerne. Und jetzt wollen wir mal den Bildschirm übertragen. Jetzt wollen wir den Bildschirm auswählen. Nehmen wir mal den. So. Kurze Einleitung, so wie Sie es gehört. Herzlich willkommen zum Perlentauchen-Webinar nach, ich glaube, jetzt sind es fast 8 Wochen, 7 bis 8 Wochen. Sommerpause war, die hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Dividende der Sonne war reichlich. Es musste reichlich Wasser gegeben werden in den Gärten. Und man konnte entspannen. Ich hoffe, ihr konntet auch entspannen, konntet das mitnehmen. Man muss sich auch mal ein bisschen zurückziehen von den Märkten, denn Erholung spielt eine ganz wichtige Rolle, auch beim Trading. Wir schauen uns heute natürlich die Indizes an. Wer den Newsletter bei mir hat, der hat natürlich immer wöchentlich die ganze Sache, wo ich kurz auf diese Indizes drauf eingehe und immer einen Trade aus meinem Depot zeige. Und auch von meiner Seite ganz kurz den Risikohinweis. Wie schon gesagt wurde, ihr müsst mir hier nichts glauben. Das ist alles nur keine Anlageberatung und auch keine Empfehlung, sondern nur ein Angebot meinerseits, um die Plattform kennenzulernen und eventuelle Handelsansätze. Ihr müsst natürlich euch die eigene Meinung bilden und dann natürlich auch wissen, dass Börsengeschäfte mit Risiken verbunden sind. Okay. Kurz zu mir, wer mich noch nicht kennt, denn es kommen immer wieder neue Teilnehmer dazu. Ich bin Carsten Berger, bin 51, bin von Beruf Diplom-Verwaltungswirt, lebe in Rangsdorf, das ist 10 Kilometer südlich von Berlin, bin aber eigentlich ursprünglicher tiefer Berliner und deshalb auch in der Nähe meines Heimatortes, meiner Heimatstadt geblieben. 1987 war es schon ganz früh bei mir, dass ich mich für die Anlage in Geld interessiert habe. Und das hat mich nie losgelassen. Ich habe angefangen, in Fonds zu investieren und das hat mich bis heute begleitet. Ich kann sagen, dass sowas, wenn man sowas früh beginnt, das ist wie mit Versicherungen, wenn man früh einsteigt, hat man am Ende später eine kleine Rate, zahlt sich das auf jeden Fall aus. Also auch mit kleinen Beträgen anzufangen, das stetig zu steigern. Man muss das bloß durchhalten bis zum Schluss, ne? Also Durchhaltungsvermögen. Und der Cost-Average-Effekt hat da voll zugeschlagen. Also von daraus kann ich bestätigen mit meinem Lebensalter von 51, das funktioniert. Man muss bloß rechtzeitig früh anfangen. 7 Jahre später habe ich mich dann für den aktiven Handel von Aktien interessiert und habe dann auch angefangen zu handeln. 2012 habe ich dann, sage ich mal, im Zuge des Internets und der Netzwerkbildung und Socializing den Social Traders Club gegründet. Da kann man gerne mal raufschauen. Der wird demnächst wieder aktiviert. 2013 habe ich dann den Agena Trader, sage ich mal, kennengelernt und schätzen gelernt, die Plattform, die mir den Arbeitsablauf erleichtert, aber keine Gelddruckmaschine ist. Es geht darum, um Zeit und um Übersichtlichkeit, Struktur zu gewinnen, um seine Trades besser absetzen zu können und reproduzierbar zu machen. Dann war ich an einigen Add-on-Projekten beteiligt, als Berater tätig und bin dann auch zum Coach, sage ich mal, aufgestiegen, weil ich einfach gemerkt habe, dass der Ausbildungsbedarf gerade hinsichtlich des Agena Traders enorm groß ist. Die Plattform kann eine ganze Menge, aber es ist immer wieder eine Herausforderung, seine eigene Handelsidee oder die Handelsidee eines anderen in den Agena Trader zu implementieren. Ja. Denn die Bedienung und das Tradingwissen zusammenzubringen zu einem effektiven Workflow,
Das ist hier die Herausforderung. Und dieses Webinar soll auch zeigen, dass man seine Anordnung im Margina Trader, so wie ich dies in der Handelsplattform zeigen werde, da schon auf jeden Fall eine Struktur hat. 2015 habe ich dann auch begonnen, meine Handelsstrategie auszubilden und mache das jetzt bis jetzt weiter. Okay, das ist kurz zu mir. Dann, aufgrund der hohen Nachfrage, haben wir ein kleines Angebot. Und zwar wird ein Seminar, ein Workshop stattfinden vom 30. November diesen Jahres bis zum 2.12., also drei volle Tage, von Freitag bis einschließlich, von Samstag bis einschließlich Montag, haben drei Trader zusammengefunden. Und zwar der Martin Görsch, der Mike Seidel und ich. Beide sind an mich herangetreten und gefragt, hast du nicht Lust, einen Workshop zu machen, um die Leute weiter voranzubringen, um das Traden, sage ich mal, nach bestimmten Grundsätzen in einem Workshop zu repräsentieren. Das haben wir jetzt gemacht. Und wenn ihr euch da gerne mal informieren wollt, auf meiner Seite Trader Coach unter Leistung, Seminar, könnt ihr gerne mal schauen, was wir alles anbieten. Jeder geht damit einer Handelsstrategie raus. Das ist nicht nur theoretisches Wissen. Und das Schöne daran, danach wird eine dreimonatige Begleitungsphase sein. Das heißt, es wird eine Betreuungsphase sein, die online stattfindet. Ja? Weitere Informationen dann gerne unter den Link. Dann fragen sich immer viele, was ist denn eigentlich die Perlentower-Strategie? Deshalb ganz kurz und übersichtlich darauf eingestiegen. Was wir jetzt machen, ist der Blick auf die Indizes. Warum mache ich das? Ich mache das, weil ich einen Überblick haben möchte, mich geortet fühlen möchte, wie in meinem Fundament, sage ich mal, um zu wissen, wo ich stehe, wo stehen die Märkte und mit welchem Risikopotenzial habe ich es im Endeffekt zu tun und mit welchem Gewinnpotenzial, welche Möglichkeiten. Dabei geht es mir insbesondere darum, sage ich mal, nicht voraussagen zu können, wo der Index sich hinbewegt, weil das kann ich nicht. Ja? Ich habe keine Glaskugel, sondern es geht darum, Szenarien ersichtlich zu machen, zu verdeutlichen. Ich bereite mich auf ein Szenario vor. Das hängt wahrscheinlich mit meinem ehemaligen Beruf zusammen. Ich war Einsatzleiter einer Polizeieinheit in Deutschland, in Berlin. Und da ging es nicht darum, vorauszusagen, was ein Täter macht, sondern da geht es immer darum, vorher zu wissen, was eventuell passieren könnte, um dann darauf vorbereitet zu sein. Und so sehe ich das Trading genauso. Ich kann mich nur auf bestimmte Dinge vorbereiten, habe eine Strategie und jetzt kommt es ganz wichtig. Wenn das aber nicht eintritt, dann muss ich natürlich auch eine Alternativstrategie bereit haben. Und das ist im Trading nicht anders. Ja, das kommt mir wahrscheinlich zugute, dass ich das jahrelang gemacht habe. Und von daher immer dran denken, ich habe keine Glaskugel, ich mache keine Voraussagen, sondern es ist nur ein mögliches Szenario. Wenn ich den Index mit euch oder für mich selbst analysiert habe, dann geht es weiter in die Branche. Ich schaue mir halt die Branche an. Welche Branche wird da gerade gespielt? Und da ist auch das Timing ganz wichtig. Das heißt, wann steige ich denn da ein in so eine Branche? Und über die Branche komme ich dann zum Einzelwert der Aktie. Das ist bei FX Flat aufgrund der Branchen, sage ich mal, die jetzt da fehlen, nicht ganz möglich. Aber generell kann man das machen und man kann sich ja auch online die entsprechenden Branchen bei Seiten wie Finvis oder ähnlich anzeigen lassen und daraus seine Rückschlüsse ziehen. Was sind die Elemente der Indexanalyse und auch die, die ich benutze für meine Aktienanalyse oder andere Assets? Das ist einmal der ganz klassische gleitende Durchschnitt der SMA 200. Das ist der mit der roten Linie quasi im Chart dann. Dann die Bollinger Bänder. Warum nutze ich Bollinger Bänder? Weil das mir einfach die Schwankungsbreite, sprich die Volatilität anzeigt, die im Moment im Markt vorherrscht. Darauf kann ich mich dann entsprechend einstellen. Das Volumen, das ganz normale Volumen unterhalb des Charts. Ich rede hier nicht vom Volumenprofile oder ähnliches. Ich halte das da gerne sehr unkompliziert. Und es geht mir einfach nur darum, was wird im Moment gespielt an Volumen? Wie viele Aktien wechseln den Besitzer? Das heißt, es wird ja immer nur ein Gegengeschäft. Ja? Käufer und Verkäufer treffen aufeinander.
Und es geht dabei nur darum, welcher Position akzeptiert einen höheren oder einen niedrigen Preis. Also ob der Käufer nur einen höheren Preis akzeptiert und der Verkäufer für sich auch einen höheren Preis, dann steigt der Kurs. Ansonsten ist mir das eigentlich egal. Es geht mir nur um dieses Volumen, was anzeigt, dass da ein erhöhtes Handelstätigkeit stattgefunden hat, um daraus meine Rückschlüsse im Chart zu ziehen. Der Umkehrstab ist dann das, was am aktuellsten ist, sage ich mal, was dann ist kein Einstiegssignal oder ähnlich, sondern es geht darum, dass der halt in einer Kerze, in einer Periode anzeigt, dass dort eine Umkehr der Marktsituation stattgefunden hat. Und das ist halt, sage ich mal, das kürzeste Signal von einem zeitlichen Abstand, weil es geht halt auf den Tag, Woche, wenn man es möchte, oder auch in der Stunde. Ich selbst nutze da mehr den Tag. Okay, wer da ein paar mehr Informationen haben möchte, der kann sich gerne in meinem Newsletter anmelden. Da bekommt man die Info schon früher als in meiner wöchentlichen Analyse, logischerweise. Da verpasst man auch keinen Termin, wenn es Webinare gibt oder mal ein Sonderwebinar. Es wird auch spezielle Angebote kriegen, sage ich mal, geben für Abonnenten dieses Newsletter, falls sich jemand mal bei mir gerne coachen lassen möchte. Praktische Themen werden dort aufgeführt innerhalb einer Geschichte, kurzfristig eingebunden, kurz und knapp. Das sind halt Tipps und Tricks für den herunternehmenden Margina-Trader und auch aus dem Trading. Wer sich da anmelden möchte, gerne unten auf meiner Homepage einfach mal runterscrollen. Okay, dann wer noch nicht Kunde bei CapTrader oder bei FX Flat ist oder sich den Arjuna Trader kaufen möchte, der kann gerne mal hier auf dieser Seite nachschauen und schauen, ob das Angebot etwas für ihn ist. Und jetzt schalten wir schon um. Ich hole den jetzt mal hier rüber. Achtung, jetzt kommt er von rechts. So, das ist der Arjuna Trader. Die meisten von euch werden ihn erkennen. Ich werde mir hier mal die Fragen eben noch schnell einblenden, wenn die kommen. Ich mal reif gucke. Moment, muss ich mal ein bisschen rausziehen. Das dauert mal ein bisschen. Na, wo sind sie? Geht gleich los. Okay. Der Arjuna Trader, den ich einfach mal jetzt hier mittels dieses Add-ons ein bisschen aufgehübscht habe, den kann sich jetzt auch, sage ich mal, dieses Add-on kann jeder kostenfrei bei mir bestellen, kriegt dazu geschickt und kann sich das gerne installieren. Dann sieht es so aus, wie jetzt gerade hier, wie ihr es gerade seht. Da habt ihr auf jeden Fall schon mal vier verschiedene Setups drin, mit Target und ohne Target, auch diese ganzen Umkehrstäbe und das Volumen, also so wie es hier im Endeffekt jetzt hier vorliegt, das habt ihr dann auch. Einfach eine E-Mail an mich schreiben, für den Newsletter anmelden und dann einfach sagen, okay, ich möchte gerne dieses Add-on haben. Kleine Sache noch, jetzt steht hier oben für FX Flat, das ist in einem Paket, wäre natürlich auch Kunde von CapTrader ist, der hat dasselbe auch nochmal für Aktien aufbereitet. Ist ja klar, weil die Instrumente sind hier CFDs und wer bei CapTrader ist und da Aktien handeln möchte, der kann das natürlich auch dafür Aktien haben. Das ist alles praktisch in einem Tool. Okay, dann kurz hier mal immer wieder mal den Blick werfen auf den Finanzkalender, deswegen ist der hier ganz links außen. Bitte drauf schauen. Gibt es wichtige Ereignisse? Das wird ja auf jeden Fall mal ganz schnell hier überfliegen. Und was auch interessant ist, wer Aktien handelt, kann ich immer nur ans Herz legen. Das ist hier nicht Gewinn, sondern es betrifft die Zahlen, die Daten von Aktien, wann die ihre Earnings bereitstellen, also ihre Unternehmenszahlen. Und da steht dann das Datum und entsprechend das Symbol und die Aktienfirma schauen, ob dann an dem Tag oder am nächsten Tag, hier steht es für heute, aber für morgen oder übermorgen, wer da Zahlen bekannt gibt, sollte sich das auf jeden Fall anschauen, denn ihr wisst, die Kurse schwanken und da muss ich vorher wissen, da muss ich eine Strategie haben, wie gehe ich damit um? Bin ich im Trade? Will ich den Trade eröffnen? Bin ich im Verlust im Trade? Bin ich im Gewinn im Trade? Mache ich einen Teilverkauf oder nicht? Das ist eine Strategie, die müsst ihr auf jeden Fall
berücksichtigen. Und auch dafür braucht ihr eine Strategie. Deswegen raufschauen, nicht ins Risiko laufen und wissen, was ihr macht. Okay, dann schauen wir auf die Indizes. Da fangen wir immer mit dem DAX an. Ihr seht hier eine dreigeteilte, den Klassiker, Maschinentrader, Chartaufbau. Das habe ich nur mit reingenommen, damit ihr einfach mal diese Ansicht seht. Ihr könnt die natürlich auch verändern, indem ihr einfach jetzt hier rauf geht und sagt, okay, ich möchte jetzt nur einen Chart sehen, den DAX im Tag. Und klickt darauf, dann wird der groß. Ihr habt aber die anderen beiden noch im Hintergrund mit drin. Das nennt man Listchartgruppe. So, das Schöne ist beim Arjuna Trader, der macht es uns ein bisschen einfacher. Da sind wir variabel. Wir haben die Indikatoren auf der rechten Seite. Hier. Und das ist hier der SMA 200. Und jetzt holen wir noch das Bollinger Band hinzu. Und das, was auch noch interessant ist in dem Fall, ist das Volumen. Das hier oben, das wird die orange gefärbten Balken. Und wer es dann noch mag, kann sich auch gerne mein Signal dazu holen, Long- oder Short-Signal in dem Fall. Das muss immer im Einklang stehen mit der Volumensituation. Okay, der DAX. Das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, war, glaube ich, am 10. Juli. Das war, glaube ich, dann genau hier in dieser Situation. Da haben wir, glaube ich, bloß noch mal so 2 Wochen später noch mal einen neuen Höchstkurs gesehen, so ein bisschen. Ansonsten ging es in der Zeit eigentlich eher bergab mit jetzt Tendenz seitwärts. Was mache ich jetzt, wenn ich diesen Chart sehe, so wie ihr jetzt? Ich analysiere das täglich, das heißt, ich schaue mir das täglich an, wenn ihr im Newsletter seid oder so wie jetzt oder im Monatsrhythmus, da schaue ich nicht monatlich rauf, sondern ich schaue wirklich täglich rauf. Und wenn der DAX halt normale Handelszeit hat, 17.30 Uhr, ab dann schaue ich drauf und schaue mir an, wie der Schlusskurs ist, wie sich die Sache entwickelt hat an dem Tag und treffe dann hier meine Szenario, sage ich mal Analyse. Was hier auffällt, ist auf jeden Fall, wir befinden uns über dem SMA 200. Das ist ja nicht schwer zu erkennen. Das ist schon mal positiv. Das wäre ein positiver Aspekt für den Index, für steigende Kurse. Alleine das reicht natürlich nicht aus. Wo befinden wir uns im Bollinger Band? Ja, wir sehen hier, das Graue ist das obere Band. Das andere Graue ist das untere Band. Und das mittlere Band ist der grüne gleitende Durchschnitt. Im Endeffekt bei mir ist es der SMA 20 und hier ist es jeweils die zweifache Standardabweichung. Also das ist normalerweise die klassische Einstellung vom Bollinger Band. Wir sehen, dass wir uns hier im oberen Bollinger Band befinden und da auch am oberen Band. Wir waren heute schon mal drüber hinaus, sind wieder zurückgekommen, aber sind im oberen Bollinger Band, über dem SMA 20 sind wir dann logischerweise auch und befinden uns wirklich am oberen Band. So, das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt short gehen, am oberen Band short, am unteren Band long, nein, sondern es zeigt erstmal die positive Tendenz an und wir sehen natürlich hier auch ganz klar, dass wir aus einer Seitwärtsphase raus sind. Tun wir mal hier. Oh, wir haben hier so eine Seitwärtsbox, wo man so ein bisschen die Eröffnungskurse und die Schlusskurse sieht. Waren wir da in dieser Box drin und die hat genau um den SMA 200 mal hoch, mal runter, mal hoch, mal runter. Wer versucht mit langfristigen Trades, sage ich mal, Gewinne zu machen, der wird halt Probleme haben, weil halt die Tendenz nicht ersichtlich ist. Ja, jetzt kann ich sagen, super, ich weiß, dass es nach außen ausgebrochen ist. Das sieht man hier in dieser Phase. War ich eher positiv gestimmt. Auch für den Newsletter habe ich das geschrieben. Das ist aber eigentlich das positive Szenario hier. Das Long-Szenario im DAX, in den amerikanischen Märkten eher die Füße stillhalten. Wie wir uns gleich mal anschauen werden. Und jetzt die Volumensituation zeigt halt Folgendes. Hier oben haben wir das erste hohe Volumen. Deshalb wird der orange angezeigt. Und das höhere Volumen hat sich eigentlich immer die ganze Zeit während der Abwärtsbewegung bei zunehmender Dynamik,
Volatilitätsspanne innerhalb des Tages hier einfach ausgedehnt. Das sieht man auch hier unten. Ja, das Volumen wurde halt immer größer. So. Als wir dann in Richtung des SMA 200 kamen, darunter auch noch gewesen sind, das sieht man anhand der schwarzen Kerze hier, dass es auch eine Negativkerze war. Das heißt also, fallende Kurse sind bei mir schwarz und steigende weiß. Da haben wir halt gesehen, wir haben nochmal am nächsten Tag einen Kurs darunter gesehen, aber der Schlusskurs war schon wieder, sag ich mal, nicht am Tief, sondern hat gedreht, so eine Art Umkehrstab ist es nicht, weil hier oben ja noch so ein Riesenlund ist, aber man sieht, der Markt wollte halt nach oben und das bei hohem Volumen. Das ist halt ein Indiz dafür, dass hier auf jeden Fall eine Phase ist, wo sich halt Käufer und Verkäufer nicht einig sind, wo sie eigentlich hinwollen. Ja, das spiegelt sich dann auch danach fortlaufend in dieser Box wieder und wir halt seitwärts laufen. Da ich das aber nicht weiß vorher, machen wir erstmal ein bisschen rückläufig, dann sieht der Chart so aus. Ja, wenn ich das so sehe, sage ich mir, okay, muss ich jetzt noch auf den Short, auf diese Short-Dynamik aufspringen? Das wäre mir persönlich zu teuer, weil wir schon 4 Tage lang, fast 5 Tage lang so eine Abwärtsbewegung hatten. Es ist ein Indiz dafür, der Schlusskurs darunter, dass es halt nicht sehr gut aussieht in dem Fall. Und da würde ich halt warten, bis der Kurs wieder zurückkommt. Ja, das ist jetzt für mich kein Long-Indiz. Das Long-Indiz ist im Endeffekt da, wenn dieses Hoch dieser Kerze, wo es bergab ging, wo das hohe Volumen war, sag ich mal, überlaufen wird. Diese Kerze, diese weiße Kerze, hat ja auch extrem hohes Volumen, sodass dieses Tief hier mit einfließt. So ein Extremkurs und das Hoch hat auch seine Bedeutung. So, und wenn man jetzt weiter schaut, dann sieht man, dass diese Zone auch genau wieder angelaufen wird und an diesem Tag durchbrochen wird. So, und das Überlaufen dieser Kerze bedeutet halt, das sieht man ja auch aus der Seitwärtsbewegung auch nochmal sehr schön, dass ich hier bereit wäre, kurzfristig Long-Positionen aufzubauen. Ja, aber das wirklich abgesichert mit Stop, weil die Tendenz nach 2, 3 Tagen könnte noch 1, 2 Tage Korrektur kommen, ist klar. Aber es ist eher ein Long-Modus als ein Short-Modus. Zumal hier oben das Bollinger-Band getriggert wurde und sich diese Abwärtsdynamik nicht mehr fortgesetzt hat. So, ob sich das nun durchsetzt, weiß ich nicht. Aber ich bin da im Moment eher Long. Für Short wäre ich eher angesagt, kurzfristig, wenn das Ding wirklich wieder darunter geht. Weil das ist doch ein bisschen Potenzial. Bis, da ist der Ruler, der den Abstand misst. Bis hier unten sind es so 3,5%. Das ist nicht wenig. Es kommt immer darauf an, was man tradet. Ich trade mehr den Tageschart. Wer sowas Intraday nutzen kann, der kann natürlich auch mit engeren Stops arbeiten. Aber ich möchte halt nicht hier 4, 5, 6, 7% im Index warten, bis jetzt hier so eine Situation eintritt und dann am Tiefpunkt einsteigen. Das kennt man ja. Wenn das hier unterlaufen wird, diese Zone hier mit den Tiefs, den können wir immer noch mal so zurücksetzen. Wenn das unterlaufen werden würde mit einem Schlusskurs drunter, müsste es nochmal korrigieren und dann aus dieser Situation wieder in die Short-Richtung zu gehen. So, im Moment bin ich für den DAX eher positiv eingestimmt. Der kann natürlich immer noch mal 1, 2 Tage zurückkommen. Er sollte aber hier drüber bleiben. Und wenn dann eine starke Situation auftritt in diesem Bereich, dann wäre ich bereit, auch wieder Positionen kleine aufzubauen. Ist natürlich immer ausschlaggebend, was hier unser Präsident, unser ist es ja nicht, aber was Trump wieder über Twitter rüberjagt, dann kann das alles wieder hinfällig sein. Deswegen seid immer sehr wachsam und sag ich mal, schaut drauf, was die Situation im Moment hergibt. Es kann auch sein, dass hier unheimlich viele Stops von Shorties drin lagen, die nur kurzfristig ausgelöst wurden und dann ist das ganze Ding schon vorbei vielleicht, dass keine Nachkäufe, sag ich mal, stattfinden und Käufer letztendlich nicht bereit sind, höhere Preise zu zahlen. Ja.
Also mal sehen. Also kurzfristig Dynamik nach unten, wenn der Kurs unter das Tagestief fällt bis an den SMA 20, 200 und den SMA 20, der liegt nämlich auch da. Und sollte das hier oben drüber hinausgehen, könnte man kurzfristig long gehen, aber sagen wir mal ganz vorsichtig, kleine Positionsgrößen, die Situation ist nicht so schön. Ich kaufe immer lieber etwas bei zurückkommenden Kursen als bei angestiegenen Kursen. Ja. Je weiter die Kurse am Bollinger Band entlang klettern, desto kleiner wird die Position. Kommen sie wieder zurück, desto größer wird die Position. Ich sage mal, es ist wie bei im Supermarkt mit der Haribo-Tüte. Ist die teuer, kaufe ich nur eine. Und so billig kann ich zwei kaufen. Ne? Ganz klar. Okay, schauen wir mal auf die amerikanischen Märkte. Da haben wir, was ich mir schon mal markiert, den S&P 500. Okay. Da sieht man schon mal auf Anhieb, ja, die sind dieselben Indikatoren drin, wie hoch das Volumen ist, wo er aus dieser Seitwärtsphase ausbricht. Ne? Genau hier. Hier beginnt es. Wir haben hier schon mal ein erhöhtes Volumen. Das ist im Endeffekt nur ganz kurz, wie ich es drüber schaue. Das hat nicht so eine Signifikanz, logischerweise. Wenn ich das vergleiche, ist es fast auf einer Ebene. Also darauf hätte ich jetzt nicht persönlich geachtet. Aber dieser Bar hier oben mit der erhöhten Volumenzunahme, wenn der unterschritten wird und dass unser Bollinger Band noch genommen wurde, kleine Positionen nur, weil wir ja schon bei hoher Dynamik abwärts gelaufen sind. Mir wäre es lieber, wie gesagt, wenn er nochmal zurückkommt und dann. Aber das hat man nicht immer. Deshalb wieder in kleine Positionen reingehen, Stopp drüber, abtesten, ob das funktioniert. Und da hat es funktioniert, weiß man vorher nicht. Deshalb immer die Positionsgröße anpassen an das Risiko. Ja. Dann haben wir das Riesenvolumen, was sich aufgebaut hat. Auch hier zum Schluss mit dieser weißen Kerze, wo nochmal tiefst getestet wurde hier unter dem SMA 200. Dann haben wir diesen riesen Volumenspike und der Schlusskurs hier oben. Ja, wir haben jetzt auch wieder eine Box, genau wie im DAX, muss hier ist sie nicht verlassen worden bis jetzt. Ja, eine riesen Box, ja, bis hier unten. Jetzt können wir das messen hier mit dem Ruler, was das für Prozente hat. Zack. Hier sind es 4,5, 4,4%. In dieser Spanne bewegen wir uns und das teilweise. Wenn man das mal wirklich reinzieht, ist hier schon mal in einem Tag fast erreicht worden. Ja. Also allerdings in 2 Tagen ist es auch möglich. Das ist schon eine Menge Holz. Und im Moment, ganz klar, wir sind über dem SMA 200. Das ist positiv. Der wurde halt verteidigt. Und wir sind über dem SMA 20, also mittelfristig, ja, sind wir halt auch positiv. Wir sind da drüber, sind nochmal angelaufen, den 20er, dann wieder da drüber. Sind im oberen Bollinger Band, im mittleren Bereich. Das heißt, hier kann sogar noch mal 1, 2 Tage eine Reaktion erfolgen, bis oben ranlaufen, bis vielleicht dann ein bisschen die Dynamik rauskommt. Aber hier oben können eine Menge Orders liegen. Wir haben hier schon mal den Ausbruch versucht. Ist gescheitert. Es hat sich ein Umkehrstab gebildet. Und dann ging es im Endeffekt relativ zügig, ja, mit einem Gap nach unten. Und wir haben sofort wieder auf der Stelle gedreht. Es ist nicht ersichtlich in dem Moment, ob da Stärke aufkommt oder nicht. Das sieht man nicht, kann man nicht sehen. Und heute ging es wieder nach oben. Also von daher, da kann man jetzt nicht drauf reagieren. Es wäre jetzt nichts gewesen, wo ich jetzt hier sage, ich kann jetzt hier long gehen. Ich sehe da nichts. Für mich war da nichts ersichtlich. Und deswegen bin ich dem amerikanischen Markt da auch ferngeblieben. Sollte der Kurs jetzt hier rüberkommen, per Schlusskurs hier drüber schließen, könnte es nochmal so ein Fake sein, logischerweise. Und da muss man wissen, ob man sich dieses Potenzial, ja, von hier bis da sind es nochmal 2,6, ob man da ein Longspiel mitmacht mit kleinerer Positionsgröße. Wie gesagt, ich erwarte dann lieber Ausbruch, zurückkommen und den. Das ist jetzt nichts Neues. Kaufen tue ich halt immer nach meinem Setup unten lieber als oben. Oben ja. Mit weniger, weil ich keine Lust habe, beim Hoch ausgestoppt zu werden, letztendlich relativ schnell, das Ding wieder dreht.
lieber am Tief. Da ist die Chance größer für mich, logischerweise. So, also Fazit, wir sind hier noch in der Box drin, wir bewegen uns seitwärts, es kann morgen schon wieder abwärts gehen oder heute Abend noch. Futures laufen ja länger. Und deshalb schauen wir noch mal auf den Nasdaq. Oh, wen wundert's? Sieht gar nicht so anders aus, letztendlich. Auch hier diese Volumenzunahme, dass natürlich hier bei FX Flat nicht das Volumen ist, was real mit ist, sondern die Anzahl der Ticks, die halt in der Periode gehandelt werden. Ne? Und das sind also diese Handelstätigkeit nimmt zu, spiegelt das reale Volumen sehr gut wider. Und von daher kann man das hier auch sehen. Man sieht ja auch die Wirkung darauf. Ja, es fällt immer weiter, das Volumen nimmt zu und irgendwann ist halt der Markt ein bisschen leergefegt, leergesaugt. Weil wenn man sich mal anschaut, wie viel Handelsvolumen hier gehandelt wurde und das der Durchschnitt der anderen Tage war, dann sieht man, dass diese Menge ja schon die doppelte Anzahl an Volumen wegnimmt und damit eigentlich so eine Woche Volumen wegsaugt, wo sonst eine ganze Woche für da war, also 2 Wochen Volumen gehandelt letztendlich. Und von daher sieht man, dass hier wieder auf Stärke aufkommt, ne, diese weiße Volumenbar zeigt halt dann, dass die Kerze hier weiß ist. Das sieht man auch, wenn man hier das Volumen rausnimmt. Und dann muss ich mich mal fragen, okay, wie weit kann das Ding steigen? Ja, wenn ich das sehe, dann ist es hier oben bei diesem fetten Bar ist eigentlich so eine Zone, so ein Bereich, wo es anfangen könnte zu stocken. Das sollte man jetzt nicht punktuell sehen. Ja, Börse ist nicht punktuell. Das weiß keiner, dass ich da jetzt meine Linie ziehe und da deshalb der Kurs dreht, sondern das ist ein Anhaltspunkt und der geht halt hier drüber. Okay, dann wäre ich ja, wenn ich jetzt hier mir einen Trade suche, nicht eingestoppt werden, logischerweise. Dann kommt er wieder zurück. Dann habe ich hier auch gar keine Chance, hier unten zu kaufen. Also, weil der am nächsten Tag einfach dann erst eine weiße Bar zeigt mit Stärke. Dann fällt er wieder zurück. Hier zeigt er auch keine Stärke. Hier zeigt er, hier wäre vielleicht mal eine Möglichkeit gewesen, etwas long zu versuchen. Dann geht er wieder in diesen Bereich rein, geht drüber. Dann wird man, sage ich mal, Stärke erleben, kurzfristig. Dann geht er wieder runter. Und wir haben hier wieder den Aufbau. Das heißt, wir sehen im Endeffekt nur Riesenbars, Riesenschwankungen. Super für Intraday-Trader. Für Swing-Trader würde ich jetzt nichts empfehlen, was langfristig da eine Position aufzubauen lohnt. Wir haben also keine klare Situation im Moment. Hier wird ganz klar Käufer gegen Verkäufer und umgekehrt ausgespielt. Wer sich da letztendlich durchsetzt, kann ich nicht sagen. Und von daher muss ich für mich eine Strategie festlegen. Und meine Strategie heißt, solange sich das Ding hier drin bewegt und die Volatilität, man sieht es ja an diesen weiten Bollinger-Bändern, ja, hier unten das untere, diese Spanne hier, im Bollinger-Band. Müssen wir mal ein bisschen runterholen den Chart hier, weil zack, so. Dann sieht man, dass die Entfernung im Bollinger-Band hier 10% sind. Und wenn ich das jetzt vergleiche, dann sind wir jetzt ein bisschen zurückgekommen auf 5,8% und hier ist er jetzt noch enger zusammengelaufen auf 4%. Das ist mein Indiz, hohes, aus dem weiter auseinanderliegendes Bollinger-Band, hohe Volatilität, engeres Band und etwas niedrige, abnehmende Volatilität. Könnte für eine Umkehr im Trend sprechen. Ich erwarte aber eher, oder ich möchte es sehen, dass hier drüber ein Schlusskurs stattfindet, am liebsten noch über dem oberen Bollinger-Band. Dann wäre ich vielleicht bereit, kurzfristig kleine Positionen drüber hier zu eröffnen, wenn er hier drüber sein sollte. Aber den Klassiker kann ich nicht oft genug sagen. Da in diesem Bereich, ja. Kurz hoch, abwarten, Korrektur und dann rein. Ich habe da ein ganz spezielles Setup für. Das sieht zwar aus wie Markttechnik, das kennt man ja auch. Der Markt bewegt sich halt auch immer in Hochs und Tiefs, das ist ja nichts Neues. Man muss bloß ein Signal für sich ausarbeiten und eine Strategie, wie man dieses Setup verarbeitet. Nach unten hin kann ich mir sehr gut vorstellen, ja, die Box ist ja hier unten auch begrenzt, logischerweise. Wir haben den SMA 200 als Unterstützung, dass wenn es hier mal unter so ein 3-Tagestief oder so ein Wochentief runtergeht, dann fällt es wieder ein bisschen runter, recht dynamisch, kann man vielleicht Intraday nutzen. Man sieht,
Es macht jetzt auch nicht mehr so viel Power, er lässt schon ein bisschen nach wieder. Von daher, Seitwärtsrange, gut für Intraday-Trader. Für mich ist es nichts. Ich lasse jetzt die Finger davon. Dann den Dow Jones. Ich denke mal, der sieht vielleicht nicht anders aus. Oh Wunder. Oh, hier wurden welche noch schlimmer erwischt, sage ich mal. Dieses Fake-Ding. Auch nicht schlecht. Auch hier haben wir wieder eine Box, logischerweise. Ja, bestätigt die untere Grenze durch diese hohen Volumina, im Extrem hier unten sogar. Und dieses High vom Volumen auch hier. Und hier sehen wir den großen Fake. Wer jetzt hier long gegangen ist, Intraday, konnte das vielleicht ein bisschen für sich nutzen. Sicherlich, weil hier genug Orders waren. Aber der Markt kam wieder zurück, hat einen Umkehrstab ausgebildet. Und wer hier kurzfristig was handeln wollte, könnte das gerne tun. Wäre vielleicht sogar erfolgreich gewesen. Da wir uns aber über dem SMA 200 befinden und über dem gleitenden Durchschnitt, das mittlere Bollinger Band ansteigt und wir uns drüber befinden, warte ich hier definitiv auch auf einen Ausbruch. Schlusskurs am liebsten hier, drüber über dem, um dann kleine Positionen hier long zu nehmen und auch wenn das Ding wieder zurückkommt, dann entsprechende Long-Position aufzubauen. Bei Shorts ist mir einfach zu viel, was gegen mich spricht im Moment. Ja, ich habe das Potenzial bis hier unten. Mal gucken, wie viel es ist. Wenn das Ding jetzt hier drunter fallen würde, mal, kommt schon bei 1%, kommt der SMA 200, da wird es auf jeden Fall wieder hin und her gehen. Dann habe ich hier dieses Volumen, was aufläuft bis hier unten. Da nochmal die Open- und die Schlusskurse liegen so eng beieinander. Das heißt, hier wird definitiv was passieren. Und das nächste an diesen Extrempunkten mit hohem Volumen. Ja, hier ist ein Extrempunkt, da ist ein Extrempunkt und hier unten ein Extrempunkt. Das heißt, ich muss hier extrem mit Verwerfung rechnen. Und das haben wir dann im maximal ein Potenzial von 1,7% unterhalb ist. Das ist mir einfach zu viel. Deshalb eher sehe ich das, wenn er ausbricht nach oben, da etwas zu spielen. Wie weit es geht, weiß ich nicht. Wäre ein Szenario nach unten, sind mir zu viel schnelle Umkehrsituationen drin. Ja, man sieht ja auch den Unterstützungsbereich hier zahlreich. Und da möchte ich halt nicht zwischenstehen mit großen Tagespositionen. Ja, wenn er es macht, dann macht bitte das mit Targets. Anhand der Volatilität, schaut euch die Volatilitäten an und dann könnt ihr auch Gewinne rechtzeitig mitnehmen. Ne? Okay. Dann den hatten wir, den hatten wir, den hatten wir. Schauen wir nochmal uns jetzt mal zwei Märkte an, die mega interessant sind. Ihr werdet es ja wissen. Gold. Und das Volumen spielt ja, wie gesagt, immer schöne Rolle. Und wenn man jetzt sich mal anschaut, ich sage immer zu meinen Schülern, ihr müsst immer schauen, wo findet das Volumen statt? Ne? Wo findet das Volumen statt? Und das Bollinger Band, das sieht man natürlich auch, aber manchmal sieht man es halt nicht so einfach, sagt ihnen immer, wo es stattfindet. Und zwar findet Volumen, großes Volumen, hohes Volumen hier statt zum Beispiel. Dort. Ne, das oben, das auch oben, das ist auch oben und das ist auch oben. Dieses Volumen findet auch oben statt und nicht unten. Ne, sieht man im Bollinger Band. Und jetzt muss man wissen, wie geht man mit dieser Erkenntnis um? Wenn das Volumen oben stattfindet, dann möchte ich oberhalb dieses Volumens, wenn das hier zum Beispiel dieser Umkehrstab war, dann legt man sich hier so einen Preisalarm rein. So. Und dann kann man das Ding eigentlich schon vergessen, bis zu dem Tag, wo es hier mal zu so einem Ausbruch kommt. Dann schaut man hier drauf und sagt, Mensch, hier ist es zum Ausbruch gekommen. Okay, ich gehe vielleicht rein mit einer kleinen Positionsgröße hier oben. Dann ging es erstmal bergab. Das muss man aushalten. Dann kam es wieder zum hohen Volumen, wieder zum Ausbruch. Und dann ging der Kurs immer noch nicht drüber und dann ging er drüber. Also wer dann hier nochmal im zweiten Versuch macht, mit einer kleinen Position, wäre dann hier belohnt worden. Ja, aber eine kleinere Position, weil ich ja nicht am Tief kaufe, sondern am lokalen Hoch. Und wenn der Markt sich dann über dem erhöhten Volumen etabliert, und das macht er ja bei dieser Kerze, wenn wir anfangen, etabliert er sich, dann ist das gut für den Markt.
Ja, etabliert er sich nicht, so wie hier, dann geht er halt immer kurzfristig zurück und dann kann eine Seitwärtsphase kommen oder halt eine tiefer gehende Korrektur. Das weiß ich auch nicht. Ja. Jede beginnende Korrektur kann auch eine größere Korrektur werden. Es fängt immer mit einer kleinen schwarzen Kerze an oder zwei oder drei und dann werden 20 draus mit zwei, drei weißen Unterbrechungen. Das weiß ich nicht vorher. Wenn die Korrektur anfängt, wann sie zu Ende ist, kann ich mir nur anhand der Levels im Volumenbar ansehen und mir dort halt Anhaltspunkte reinlegen, wo ich sage, okay, wenn diese Kerze unterschritten wird, dann ist da schon irgendwas falsch. Das macht es aber nicht. Und wir haben hier Verwerfungen, dann geht es wieder weiter. Und somit ist es immer ein guter Indiz, ein gutes Indiz, wenn so eine Kerze letztendlich, die hohes Volumen hat am Hoch, nach oben hin bestätigt wird. Wird sie nach unten hin verlassen, könnte man kurzfristig auf die Shortseite wechseln. Schauen wir mal, ob wir ein Long-Signal gehabt hätten überhaupt. Ja. In dem Fall haben wir hier unten einen Umkehrstab, der wäre sinnvoll gewesen, aus der Korrektur zu kaufen. Mit einem Target vielleicht hier in dem Bereich. Eine Restposition laufen lassen. Das macht mir immer sehr viel Freude. Und ja, hier hatten wir so auch. Das ist auch mega interessant. Wir hatten hier ein erhöhtes Volumen. Nicht so mega viel, aber für die Zeit war es schon nicht so schlecht. Und es war halt ein Umkehrstab auf der Short-Seite. Und wenn der nach oben hin verlassen wird, dann kommt da mal mega Dynamik rein, weil viele mal denken, ja, der dreht jetzt wieder um. Ist ja ein Umkehrstab. Ja, ist nicht. Hier ist auch noch mal einer. Und er schließt wirklich drüber und dann macht das Ding wirklich nochmal einen Satz von 2, 3, 4 Tagen. Ja, das passt. Also Volumen immer sehen als Anhaltspunkt. Wo sind die Marken? Ja, wo befinde ich mich? Und dann darauf seine Handels-Setup aufbauen. Nur wer jetzt im Gold drin ist, der muss jetzt, glaube ich, nichts befürchten. Ich glaube, im September haben wir nochmal mit Gold nochmal ein bisschen Spaß. Ja, wir sind jetzt hier auch am oberen Ende. Wir haben hier oben auch ein erhöhtes Volumen, nicht mehr so ganz so extrem weit weg vom gleitenden Durchschnitt hier, aber es ist dasselbe Level und die wird zwar jetzt nicht angezeigt im Signal, aber das sieht man ja. Wir sind ja alles langsam kenntnisreiche Trader, sage ich mal. Und dann lege ich mir halt hier oben auch einen Preisalarm rein und ich lege mir hier unten einen Preisalarm rein und wenn ich hier eine sehr schwache Kerze sehe, die hier dieses Tief per Schlusskurs und da, also schwach zählt dann halt so eine Kerze dazu, die halt unten am Tief verschließt, aber dann bin ich auch bereit, hier mal, wenn er unterm 20 geht, wieder eine Position aufzulösen, meinen Stop hier hinzuschieben, whatever. Ja, je nachdem, wo man ist, ist man im Trade oder ist man nicht im Trade, möchte man rein, sind das hier die Levels, die halt interessant sind. Silber, na, da muss ich wirklich noch meine alten Silberrohrringe einschmelzen lassen, glaube ich. Das hat ja einen wahnsinnigen Satz gemacht. Habe ich leider nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist halt der Nachteil, wenn man im Urlaub ist. Schauen wir mal rein. Hier ist der Ruler. Also für Silber ist ja der Hammer. 30%. Das ist wirklich mal eine Hausnummer. Und wenn man das auf dem Schirm hat, ist es halt schön. Hier sieht man erhöhtes Volumen. Ja, dann sieht man halt wieder diesen Level, logischerweise, an dem einen Tag. Moment, ich mache es mal transparenter. So, zack. Jetzt weiß ich zwar, wo es lang geht, aber hier oben sieht es natürlich viel weiter aus, wenn wir uns dann, sag ich mal, in die richtige Situation begeben. Da wäre es natürlich mega teuer, wenn ich es weiß, aber ich weiß, okay, das ist ein hohes Volumen. Das ist zur Vorsicht, wird das unterschritten. Das ist eher negativ. Wird diese Kerze überlaufen? Per Schlusskurs ist es eher positiv. Ja, was mache ich, wenn ich traden will? Ich bin hier schon sehr, sehr teuer. Will ich derjenige sein, der jetzt hier ewig seitwärts läuft? Wenn ich das nicht aushalten kann, das machen will, mache ich das mit einer kleinen Positionsgröße. Und da muss man überlegen, ob sich das lohnt. Vor allen Dingen, wo setze ich meinen Stop hin? Der müsste so weit weg liegen mit einer kleinen Positionsgröße. Dann wird das, sage ich mal, wahrscheinlich auch unattraktiv, dieser Trade. Ja, dann haben wir das, den Ausbruch, da wäre ich dann halt gefillt worden und wäre wieder drin in der Range, wäre sogar im Negativ, ja, weil wir haben hier eine schwarze Kerze.
Und da kommt immer noch nicht richtig Stärke rein, immer noch nicht. Es geht immer noch hin und her von den Orders. Man sieht, dass das Volumen größer wird. Die Spannung baut sich da auf und wir haben im Endeffekt eine Verschiebung vom Volumen, was interessant wird, da oben hin. Und ich habe keinen Hinweis innerhalb dieser Kerzenformation, hier irgendetwas long zu handeln oder short zu handeln. Ja, jetzt kommen wir in den Bereich, aha, komischerweise schließt er auch genau wieder in dem Bereich. Dann geht er wieder runter. Das heißt, den Trade, den Einstieg zu finden, wäre dann nur auf der untergeordneten Zeitebene möglich, in der Stunde, wenn man sich das anschaut. Da sehe ich immer noch keine Stärke. Ja, es ist halt sehr schwer. Dann kommt wieder Schwäche auf. Jetzt, ja, aber auch wieder ein riesen Range-Bar. Umkehrstab, hier drunter meinen Stop zu setzen bei fast 10% drauf. Das ist ja schon eine Hausnummer. Dann musste ich eine Zeitebene runtergehen. Dafür habe ich nicht die Zeit und nicht den Nerv. Also lasse ich den Trade aus. Jetzt wird die Spanne schon ein bisschen kleiner, ist okay. Und wir sehen, dass sich jetzt hier immer mehr Volumen in diesem Rechteck aufbaut. Und wenn ich das möchte, dann positioniere ich mich hier wieder mit einer Einstiegsorder über diesen Extrem. Ja, das wäre jetzt Glückssache. Dann wäre ich halt mit dem Target rausgenommen mit der Hälfte. Okay, aber nur mit einer kleinen Positionsgröße. Das wären keine tollen Trades sein, weil du kommst hier im Endeffekt in dieser Zeiteinheit nicht rein. Du müsstest eine runterschalten, in einer Stunde dafür ein bisschen mehr Zeit haben. Oder halt Intraday-Händler sein. Wo befinden wir uns jetzt im Silber? Weit oben. Steige ich hier oben noch drauf? Nein, auf keinen Fall. Wir sind schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tage am oberen Bollinger Band. So 14 bis 16 Tage habe ich schon mal gesehen in der Statistik. 8 Tage ist noch okay, ist aber schon im oberen Level. Hängt immer ein bisschen vom Instrument auch ab, aber ich habe auch eine Statistik darüber, wie lange die letztendlich dann immer diesen Bereich fluktuieren, sage ich mal. Und man muss jetzt einfach abwarten, bis der Markt wieder zurückkommt, sich ein bisschen beruhigt und dann wieder die Möglichkeit haben. Wenn man halt verpasst hat, ja, dann ist es halt so. Man muss es aushalten können, auch Dinge zu verpassen. Das ist ja nicht schlimm. Es gibt dann wieder andere Gelegenheiten. Öl, schauen wir mal auf Öl kurz noch, bevor wir dann in die Fragenrunde kommen. Öl. Ja, sieht ja auch schön aus. Wir sind klar hier unter dem SMA 200. Ja, weiterhin negativ, hier oben schön abgeprallt, Anfang Juli, wo wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Dann sind wir im Bollinger Band, im oberen Bollinger Band der SMA 20. Wir sind auch über dem SMA 20, aber es hat doch eine andere Grundeinstellung hier oder ein anderes Grundfundament, weil das Ding fällt ja, der SMA 20. Und wenn man sich das Volumen anschaut, dann haben wir hier oben an den Hochs, da in diesen Bewegungen, die nach oben gehen, ist auch wieder so eine Box. Ja, Öl ist verknüpft mit der Wirtschaft. Wir haben auch hier wieder diese Box. Intraday, ja. End of Day, Ausbruch abwarten. Schlusskurs hier drüber. Kleine Position, wer es mag, hier reinzugehen. Was ist das für eine Kurve? Die können wir weg. Und dann warten, bis der Wert wieder zurückkommt. Ja. Und dann muss man sich noch mal im Klaren sein, möchte ich dieses Potenzial, reicht mir das aus? Von hier, vom Bollinger Band bis zum SMA 200, weil da könnte es spätestens zu einer Reaktion kommen. Kann ich das aushalten? Geht es da drüber? Weil da viele Orders liegen, die Shorts, die sich dann vielleicht eindecken müssen. Entsteht da richtiges Kaufinteresse? Dieser Bereich ist immer ganz schön, aber ich würde ihn eher in der untergeordneten Zeiteinheit handeln. Übergeordnet mag ich das lieber mit größerem Potenzial. Wer den Future handelt, hat natürlich dann noch mehr richtig Spaß. Aber hier scheint doch wieder eine Begrenzung zu sein, eine Reaktion auf alle Fälle. Er reagiert auch auf den 200er, wie man hier sieht. Und von daher Long wahrscheinlich im Moment aufgrund dieser riesen Kerze. Wenn er hier drunter rausgeht, da dieses Extrem und da dieses hier, dann haben wir auch ein bisschen Potenzial, nicht mehr so viel. Ja, das ist auch nicht so doll, 3%. Das heißt, hier werden definitiv Reaktionen erfolgen. Wir haben uns halt nicht befreit. Wir haben diese extremen Abverkaufskurse, die dann halt auch gerne genommen wurden. Und wer sagt mir denn,
Wer kann es mir sagen, ob da wieder Käufer bereit sind, die Angsthasen, sage ich mal, einzufangen und zu sagen, ja, gib mir gerne deinen Sonderangebotspreis für Öl, $56, nehme ich gerne, weil nur so funktioniert es. Also die Käufer müssen Lust drauf haben und Perspektive sehen fürs Öl und die Verkäufer müssen sagen, okay, ist mir jetzt zu riskant, ich schmeiße es weg. Ich nehme auch 56, kannst du haben. Ja. Und die Frage ist, ob das wieder das Spiel so gespielt wird. Okay, das war eine kurze Reise durch die Indizes, um mal wieder zu verdeutlichen, ihr könnt euch euer eigenes Szenario erstellen. Mehr ist es nicht. Ja, ob der Kurs denn dahin geht oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall durch vorbereiten und sagen, ja, wenn da der SMA 200 so nah dran ist, nee, da habe ich keine Lust drauf. Ich warte auf eine klare Situation. Ihr müsst nicht handeln. Ja? Sucht euch die Situation aus. Das ist euer Geld. Und wir wollen ja, dass ihr, oder ich möchte zumindest, dass ihr profitabel seid. So, dann schaue ich nochmal auf Fragen. Okay, keine Fragen heute. Das ist ja mal was anderes oder kommen die nicht durch? Okay, dann bin ich soweit durch. Wenn ihr keine Fragen mehr habt oder einen Wunschtitel, den könnt ihr dann hier reinschreiben. Und okay. Dann bin ich durch. Soweit. Ja, Carsten, dann scheint es ja alles richtig erklärt zu haben, wenn keine Fragen sind. Kannst du noch mal deine Strategie zusammenfassen? Ah. Und wie kommt man zur Aufzeichnung? Also zur Aufzeichnung kommt man bei mir über meine Homepage. Da sind alle hinterlegt auch, aber auch beim FX Flat Kanal und auch bei CapTrader sind meine Videos hinterlegt auf dem YouTube-Kanal. Sehe ich das richtig so, Wolfgang? Ja. Ja, das ist vollkommen richtig. Also ich denke, dass das Video morgen Mittag online sein wird. Genau. Und wer nicht, kann auch bei mir auf der Homepage gucken, da ist es auch. Also von daher, ihr werdet auf jeden Fall einen Weg finden, an dieses Video zu kommen. Und die andere Frage war, kannst du kurz deine Strategie zusammenfassen? Okay, die Strategie in Bezug auf den Index oder auf die Analyse top-down. Also ich sage jetzt mal, vom Index geht es her, ich muss wissen, wo ich mich im Markt befinde, da lege ich meine beides. Ja, das ist schön, das werde ich nicht schaffen in 8 Minuten. Aber auf den Index kann ich kurz noch eingehen, wir haben ja noch 8 Minuten. Es ist einfach so, dass der Index mir einfach zeigt, wo befinden wir uns denn börsenmäßig überhaupt? Welche Märkte werden gespielt und welche nicht? Also zur Orientierung, ja, es gibt eine Art Geländer. Und wenn ich mir sage, okay, der Index tendiert eher long, ja, schauen wir uns nochmal den DAX an. Da haben wir jetzt ja gehabt, der war ja ein bisschen positiver im Moment, der ist ja über dieser Range schon. Dann sage ich mir, okay, der ist jetzt hier long ausgerichtet. Dann schaue ich mir die anderen deutschen Indizes an, wie MDAX, TecDAX, SDAX und nehme dort den Aktienindex, der am besten sich darstellt. Gleiche Methode, ja. Und ich schaue mir dann an, wer hat das möglichst höchste Potenzial. Und dann gehe ich in den entsprechenden Einzelaktien und schaue mir dann dort die entsprechenden Werte an. Ja, also im Endeffekt ist ja derselbe Chart. Ich kann dann halt in eine Aktie gehen, zum Beispiel hier über den Screener. Nehme jetzt mal einfach irgendeine Aktie, sagen wir hier die Evotec. Da sehe ich halt, okay, ist das jetzt ein Wert, den ich jetzt long handeln muss? Ich glaube nicht. Ja. Und letztendlich, wenn der Index mir sagt, nach oben ist ein größeres Potenzial als nach unten Short, dann gehe ich long und suche mir dann explizit feiner und diffiziler in den Aktien raus über die Branchen, wenn ich das muss. Branchen nutze ich nur, wenn es zu viele Signale gibt. Ja? Also in Deutschland reicht es teilweise aus, wenn ich mich auf den Index konzentriere. Und dort halt entweder für Short halt die schlechtesten Ergebnisse sehe oder für Long die Aktien, die halt, sag ich mal, performen im Moment, dann reicht es im Endeffekt aus, den Index einzuschätzen.
Und bei Amerika ist es zum Beispiel so, dass die Branchen super sind, um dann nochmal zu selektieren, zu sagen, nee, ich will jetzt nicht alle Signale handeln aus dem S&P 500, sondern ich will dann nochmal sehen, welche Branche spielt denn da eigentlich jetzt gerade. Und das macht halt Spaß dann. Ne? Und man muss natürlich auch immer wissen, dass ein Index gewichtet ist. Ja? Also der DAX ist gewichtet, da spielt, glaube ich, jetzt möchte ich mich jetzt nicht festlegen, aber SAP eine Rolle, die Allianz und die VW, glaube ich, jetzt nicht mehr so. Aber die sind halt sehr abhängig. Ja? Und wenn man sich das mal anschaut, wie stark die prozentual gewichtet sind, dann ist es halt wirklich immer davon abhängig, wie welche Aktie sich dann wirklich bewegt. Also eine ThyssenKrupp wird einen Index nicht gut bewegen. Ja? Sie steht nämlich ganz unten. Und das hat was mit Korrelation zu tun, bewegen sich die Aktien, aber auch mit der Gewichtung im Index. Es ist nur ein Hinweis. Ja? Denn es ist ja auch so, es gibt ja, man sieht es ja immer wieder im Newsletter bei mir, die Warta-Aktie, die ich immer noch spiele, die ist mittlerweile 57% im Plus, das ist unglaublich. Und das alles fängt aus so einem kleinen Setup-Trade an. Und die spielt, bei der Warta spielt zum Beispiel keine Rolle, ob der Index nach oben geht oder nicht. Ja, sie ist halt von der Korrelation her, vom gleichgesinnten Lauf oder entgegengesetzten Lauf, völlig unabhängig vom DAX. Ja. Also mit manchen Tagen läuft das gleich und meistens von der Tendenz her, wenn man das weiß und sich anschaut, hat man eine Chance, einfach sein Risiko zu optimieren. Das heißt, Indexanalyse zeigt mir die Richtung an, zeigt mir das Risiko an, die Chancen an, aber der Trade läuft immer über die Aktie letztendlich nachher, ja, bei mir. Oder den ETF, Branchen-ETF, wenn es sein muss. Da muss ich schauen, was sagt mir der Chart. Und da setze ich natürlich auch mein Setup ein. Und wenn der Index dann fällt, dann ist es mir egal. Es ist eine allgemeine Situation zu wissen, wo geht die Reise ungefähr hin, wo stehen wir, wo sind die Risiken. Und den Trade mache ich natürlich dann in der Aktie. Ich glaube, jetzt sind wir auf dem Punkt. Fast. Ich hoffe, ich konnte es so rüberbringen. So. Danke sehr. Na, ist doch schön. So, ich habe dann nichts mehr. Ich wünsche euch von meiner Seite aus, bleibt gesund und fit. Meine Stimme geht, glaube ich, gerade weg. Und wir sehen uns wieder. Der Termin ist verschoben worden am 9. Oktober. Ich glaube, dann ist CapTrader dran. Um 18 Uhr, am Mittwoch. Und darauf freue ich mich schon. Bis dahin wünsche ich euch einfach eine gute Zeit und passt auf euer Geld auf. Bleibt einfach, sicher. Und erfolgreich. Ja, Carsten, vielen Dank für deine Ausführungen. Ja, ich hoffe, ja, die Teilnehmer konnten einiges mitnehmen und auch von Seiten von der Wixflat wünsche ich allen Teilnehmern einen angenehmen Abend und eine erfolgreiche Handelswoche. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.